Hallo ihr Lieben, es ist wieder Ghost Time Zeit. Das heißt, es gibt ein Get Ready With Me und wir malen mir ein Gesicht. Und meine noch aktuelle Foundation ist die L'Oreal Glam Beige Foundation. Healthy Glow in Light Clair. Die ist jetzt für den Winter ein Tick zu gelb, aber sie ist fast leer. Und ich möchte sie gerne noch aufbrauchen. Sie ist sehr flüssig und sehr hell und ich habe sie geschenkt bekommen, weil diejenige, die mir das geschenkt hat, hat gesagt, das ist ihr nicht genug Deckkraft. Und da ist auch nicht viel Deckkraft, aber momentan mag ich das ganz gerne. Zumal ich die Foundation ganz gern mag, die riecht halt nur ein bisschen doll. Aber für alle, die nur so eine leichte Abdeckung haben wollen und die vielleicht ein bisschen wärmer sind vom Unterton als ich, die können die sicherlich auch im Winter tragen. Für mich, wie gesagt, ist es eher eine Farbe für den Sommer, weil man gerade so am Hals, wenn ich nicht aufpasse, dann doch sieht, dass die ein Tick dunkler ist. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, wahrscheinlich schon. Im Display sehe ich immer weniger, als ihr nachher seht. Und ihr hört, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Ich war jetzt einen Tag zu Hause, dann hatte ich frei und es ist auch schon deutlich besser geworden. Aber Schnupfen geht rum, sagt die Ärztin. Ich bin halt nur froh, dass ich keine Antibiotika nehmen muss. Und weil sonst könnte ich 3 Wochen nicht zum Sport, und da ich ab Sonntag so richtig durchstarten will, wäre das doof. Ich nehme am liebsten hier so einen Buffing Brush von Real Techniques. Der muss jetzt mal gewaschen werden, wo ich den euch gerade so zeige. Ich gehe auch über die Augen so als Base und verstreiche das auch zu den Seiten, damit man nicht so ein krassen Rand hat. Also so richtig einen Übergang schaffen zwischen dieser Farbe und meinem hellen Hautton ist halt schwierig. Aber ich sehe gerade, an meiner Bluse ist ein Knopf auf. Deswegen achtet immer darauf, dass die Foundation möglichst eurem Hautton entspricht oder etwas heller ist. Weil zu dunkles Make-up sieht immer nicht so ganz so geil aus. So. Entschuldigt bitte die Nase, ich kann da leider nichts machen. Ich nehme jetzt hier meinen cremeweißen Eyeshadow. Das war mal eine P2 LE, aber ihr seht ja, das ist so ein matter Creme-Weißton. Den gibt es eigentlich in jeder Palette. Essence hat solche Farben, Catrice hat solche Farben. Da könnt ihr beherzt zugreifen. Und endlich darf ich euch sagen, warum, was heißt darf, möchte ich euch sagen, warum ich bald mehr Zeit habe. Und zwar habe ich meine Position gekündigt. Das heißt, ich bin ab November keine Salonleitung mehr. Ich habe meinen Salon abgegeben, weil ich einfach festgestellt habe, Führungsposition ist schön und gut, aber ich möchte gern mein Leben wieder haben. Und da ich ja gependelt bin, einige von euch wissen das, dass ich meinen Salon nicht in der Nähe hatte, sondern eine Stunde hinfahren musste, und das auf Dauer jetzt echt mir meine Zeit für alles gekillt hat, habe ich gesagt, ich möchte meinen Salon abgeben und dann eben wieder als angestellte Friseurin arbeiten. Und Gott sei Dank ist das bei uns in der Firma möglich. Also es gab schon Gespräche und so, aber ich habe halt gesagt, so sieht's aus, so geht's mir damit, und ich möchte gerne wieder einfach nur Friseurin sein und ja, recht entspannt das Ganze gestalten und verzichte auf die leitende Position. Und deswegen habe ich dann mehr Zeit für euch. Und habt ihr meine Fun Buns schon gesehen? Ihr macht einfach 2 Zöpfe, dann toupiert ihr das Ganze, steckt das mit ein paar Nadeln fest, bisschen Haarspray drüber und dann habt ihr Mickey Maus Öhrchen, wenn die Haare lang genug sind. Also bei kurzen Haaren ist ein bisschen schwieriger, aber das geht auch. Zum Abpudern habe ich dieses Get Ready With Me Puder genommen. Das habe ich mal im Sale
geschnappt. Das ist leider ein bisschen kalkig. Also das krümelt ziemlich stark. Aber dafür ist es schön hell und gleicht die Foundation ein bisschen aus. Also wenn ihr eine Foundation habt, die einen Tick zu dunkel ist, mit einem helleren Puder kann man da immer noch ein bisschen variieren. So, dann nehme ich die Eyebrow Ink aus der Cubanita LE. Da seht ihr auch, da hat das Puder gerade drauf gestäubt. Ja, ist auch nicht viel besser. Caribbean Brows heißt das. Cushion Ink heißt, das ist so ein Schwämmchen. Da tunkt ihr dann euren Augenbrauenpinsel rein. Meiner ist ziemlich verfärbt schon von dem, von der Ink. Das ist einer von Ebelin. Und dann tupfe ich da so auf den Schwamm drauf und dann male ich mir meine Augenbrauen nach. Eine von euch hatte mir angeboten, sie kommt damit nicht zurecht, ob wir was tauschen wollen. Das ist ganz lieb von dir, Süße, aber ich habe noch so viel Augenbrauenkram. Wenn ich es schaffe, die hier, diese Ink hier aufzubrauchen, dann habe ich noch so viel Zeug, was ich benutzen möchte. Ist ganz lieb von dir, aber findest du vielleicht jemand anders, der das auch ganz cool findet und sich auch drüber freut. Weil, ich bin jetzt momentan noch so im Umbruch, also noch muss ich die Organisation abschließen, damit ich eben den Salon dann abgeben kann. Und habe ganz viel geplant für den November, bin ganz viel unterwegs, besuche eine ganz liebe Freundin zweimal. Also momentan habe ich nicht ganz so viel Zeit für so Extras, aber meine Basic-Sachen, mein Sport und Zeit mit meinem Freund und so, das ist alles jetzt wieder mehr machbar, als es jetzt die 3 Jahre lang war. Und ich bin einfach mega glücklich. Und der Salon, in den ich komme, den finde ich auch super klasse. Da habe ich schon mal gearbeitet. Ich liebe das Team da, die sind super cool drauf und ich freue mich sehr. Also ich muss wirklich sagen, win, win, win. Und ich bin einfach nur total begeistert. Ich bin so ein bisschen im Wechselmodus und zwar möchte ich so ein bisschen neue Sachen ausprobieren. Heute machen wir dunkle Augen und helle Lippen. Ich nehme diese Nude Palette, die habt ihr schon ein paar Mal bei mir gesehen, von The Balm. Die ist nicht ganz günstig, aber ihr wisst, das ist einer meiner absoluten Favoriten im Bereich Basic Palette. Ihr habt matte Töne, ihr habt helle Töne. Das einzige, was fehlt, ist ein Cremeweißton. Aber dafür habt ihr die schöne Optik. Optik ist alles. Ich nehme jetzt einen Real Techniques Blender, mein Lieblingsblender, und Sultry hier. Da seht ihr auch, da ist eine gute Kuhle drin. Den nehme ich immer für meine Lidfalte, um erstmal so ein bisschen Tiefe zu schaffen, ohne dass es gleich so ganz schwarz ist. Und ich habe ja jetzt, keine Ahnung, 10, 12 Jahre immer nur Leggings getragen. Und jetzt fange ich so langsam an, mich mit Hosen anzufreunden. Ich habe mir auf dem Flohmarkt eine Jeans gekauft. Wenn ihr den Haul geguckt habt, wisst ihr das. Oh mein Gott, meine erste Jeans in 12 Jahren. Ich werde ein normaler Mensch. Hilfe, was soll ich tun? Und jetzt habe ich mir gestern im Sale bei H&M eine schwarze Mega-High-Waist-Hose gekauft. Und glaubt ihr, ich habe so eine Schublade, so eine große mit schwarzen Klamotten. Da sind Leggings drin, da sind Kleider drin, da sind Pullover drin, da sind T-Shirts drin. Und jedes Mal, wenn ich in dieser Schublade etwas suche, finde ich gar nichts. Ich habe in dieser Schublade außer dieser Bluse kein wirkliches Oberteil gefunden. Und wenn ich dann morgen eine Leggings suche, habe ich 1000 Oberteile in der Hand, aber keine Leggings. Es ist der Wahnsinn. Dann dachte ich, ja, okay, gut, kein Oberteil. Nehme ich einen Crop Top. Ich habe aufgeräumt. Ich habe meinen Kleiderschrank ein bisschen aufgeräumt. Ich finde meine schwarzen Crop Tops. Ich habe 3 Stück. Wenn ich sie nicht in irgendeinem Wahn weggegeben habe. Aber eigentlich habe ich 3 schwarze Crop Tops. Meinst du, ich finde 1? Nein, finde ich nicht. Und die Hose ist halt so high-waist, dass da ein Crop Top super dazu gehen würde. Aber ich habe halt keins gefunden. Also habe ich die Bluse angezogen. Ist auch okay. Aber da muss man es halt in die Hose reinstopfen.
was jetzt geht, weil die Hose ist ein ganz kleines Mühchen zu groß. Aber wäre sie das nicht, hätte ich echt ein Problem gehabt, da hätte ich die nicht anziehen können. Ey, das ist doch verrückt. Da hast du so viel Klamottenkram rumfliegen und findest nicht das Richtige. Aber ich glaube, früher, als ich noch 30 Kilo mehr hatte, da kannte ich diese Problematik nicht. Ich hatte meine Basic 5 Anziehsachen, die ich immer anhatte und die dann immer in Rotation gewaschen wurden. Und da gab es die Frage gar nicht, wie kombiniere ich was, weil es gab diese 5 Outfits für 5 Arbeitstage und dann wurden die eben am Wochenende gewaschen. Und ja, dann hatte ich meine 5 Outfits. Und jetzt so, wo ich halt eine Konfektion trage, wo man halt nicht auf 5 Standard-Outfits, in denen man sich 100% sicher fühlt, festgelegt ist, kriege ich halt wirklich diese Probleme. Ich habe einen Schrank voll Klamotten, nichts anzuziehen. Früher war das wirklich so. Da war es mir meistens zu klein, was in meinen Schränken war. Oder zu klein geworden. Und ich wollte aber mir auch nichts Neues kaufen, weil es war halt schon sehr frustrierend, wenn du bei H&M eigentlich nur in der Mama-Abteilung fündig wirst. Später gab es dann auch diese Big is Beautiful Collection, aber in den Anfängen dieser Big is Beautiful Collection gab es halt nur Klamotten, so ich sag mal so für Leute 40, 50 plus. Jetzt mittlerweile haben die ja mega schöne Sachen, wo ich dann teilweise versuche, die kleinste Größe mir daraus zu fischen und mir da auch Sachen zu kaufen, weil das echt cool geworden ist. Ich habe jetzt mit diesem Silly-Ton die äußere Linie nochmal verdunkelt. Das ist aber was für Leute, die wirklich schon länger sich schminken. Das kann halt ganz schnell aussehen wie draufgehauen. Also das ist eher eine Übungssache. Wenn ihr anfangt mit Schminken, fangt erstmal mit helleren Tönen an, um zu gucken, wie ist meine Augenform, wie kann ich die optimal unterstützen, bevor ihr aussieht, als hätte euch einer einmal aufgehauen. Ja, und mittlerweile haben die Leute, also sind die Übergrößen Klamotten echt schön. Das hätte ich mir damals auch gewünscht. Ich nehme jetzt Suburban, das ist so ein pinker, heller Ton für die Fläche, die ich jetzt noch nicht angemalt habe. Also vor allen Dingen hier. Ja, und damit öffnen wir das Auge noch ein bisschen mehr. Ich wollte jetzt nicht so ein ganz schwarzes Auge schminken. Nicht so ganz so grungy. Aber ich muss echt sagen, ich habe einfach ein ganz neues Lebensgefühl und auch mit den Veränderungen insgesamt, meine Arbeit und insgesamt so die Umstände, die sich geändert haben, muss ich wirklich sagen, bin ich sehr zufrieden mit. Und ich fühle mich unfassbar wohl. Und dieses Gefühl hatte ich einfach schon lange nicht mehr. Und das hat mir gefehlt. So, jetzt Eyeliner. Ich gucke mal, wie viel ich dabei reden kann. Wahrscheinlich nicht. Heute ist nichts mit Reden und Eyeliner. ja, ich habe dann, ich war ja im Store gestern, im H&M-Geschäft. Und hatte so eine geile Kunstfell-Leo-Mantel. Einen geilen Kunstfell-Leo-Mantel an. Aber die Arme, ohne Witz, die waren bis hier. Das sah sowas von überhaupt nicht aus. Ich habe mich echt geärgert. Ich hätte den gern gehabt. %, gab es auf den. Der hätte 70 Euro gekostet. Und ich war echt am Überlegen, weil ich habe ja so Kunstpelzjacken. Aber die sind alle so wahnsinnig zu groß. Aber
dadurch, dass. Jetzt habe ich ihn versaut. Shit. Shit. Ich habe meinen Eyeliner versaut, wie ich gesammelt habe. Nein. Der war gar nicht so hässlich. Ich habe ja noch eine Brille auf, ist jetzt nicht ganz so wild, aber schade drum. Wenn ich das Video nachher gucke und sehe, wo ich den Fehler mache, mache ich so, nein, hör auf! Naja, und die kann man halt schlecht ändern und es ist sehr teuer, weil der Stoff so dick ist. Vielleicht ziehe ich sie einfach trotzdem an und mache eine auf Macklemore Thrift Shop. Ist mir egal. Ich habe hier einmal die Velvet Max Factor Velvet Volume False Lash Effect Mascara rausgeholt aus meinem Vorrat. Die hatte ich mal gratis bei der Douglas-Bestellung dabei. Die fiel schlecht. Das ist hier so ein Bürstchen, Plastik, kurze Borsten. Ich finde, also weniger False Lash Effekt hatte ich bei einer Mascara selten. Da kommt ganz wenig Farbe ab. Wenn ihr natürliche Wimpern mögt, dann könnt ihr euch die gerne mal angucken. Die trennt ganz gut. Verlängert nicht unbedingt. Und False Lash Effekt sehe ich hier auch nicht. Es ist nicht so aufgefächert, meiner Meinung nach. Sondern eher so Einzelwimpern. Aber je länger die offen ist, desto besser wird die. Also am Anfang fand ich die richtig gruselig, so dass ich dachte, die schmeiße ich weg. Weil ich mag halt lieber dicke Wimpern. Und ich lasse extra diesen Pöppel hier vorne dran, damit ich ein bisschen mehr Farbe habe. Damit es ein bisschen nach mehr aussieht, weil ich habe halt eine große Brille. Und einen dicken Eyeliner. Und wenn ihr Eyeliner habt, dann sieht man die Wimpern weniger. Weil schwarze Wimpern vor einem schwarzen Strich sieht man nicht so gut. Und wenn die Mascara dann nicht so lang macht, also nicht so stark verlängert, dann sieht das so aus, als hättet ihr nur so stumpfen Wimpern. Bei mir auf jeden Fall. Und das gefällt mir nicht. Ich will Booms. Boom, Wimper. Boom! Seht ihr das? Durch den dicken Eyeliner sieht man die Wimpern nicht so gut. Und wenn ihr dann noch eine Brille draufballert, und tätowiert seid, dann achtet kein Mensch mehr auf eure Wimpern. Und dann hat man das Gefühl, man hat keine Wimpern. Und Wimpern haben ist wichtig. Für mich auf jeden Fall. Ich finde, Wimpern haben etwas Existenzielles. Ich habe festgestellt, wenn ich zum Sport gehe am Wochenende oder wenn ich rausgehe und mich eigentlich nicht schminken will, ich habe immer Augenbrauen und Wimpern. Das sind so meine Go-Tos. Ohne Augenbrauen und Wimpern gehe ich nicht raus. Also wenn ich ohne Augenbrauen und Wimpern rausgehe, dann bin ich entweder todkrank oder das Haus brennt. Obwohl, wenn das Haus brennt und es brennt oben, dann habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Okay, also falls euch sowas jemals passiert ist mit Wohnungsbrand oder so, mir ist es schon mal passiert, das ist der Horror. Ich war Gott sei Dank nicht zu Hause und ich möchte mich nicht darüber lustig machen. Aber ihr sollt einfach verstehen, dass ich ohne Augenbrauen und Wimpern eigentlich nicht aus dem Haus gehe und ihr mich auch ohne Augenbrauen und Wimpern selten sehen würdet. Und schon gar nicht, wenn ihr mich irgendwo treffen würdet, dann hätte ich definitiv mindestens Augenbrauen und eigentlich auch Wimpern. So, das sind die Augen. Finde ich ganz cool. Bin ich ganz zufrieden mit. Oh, diese Nase, ne? Eigentlich würde ich euch gerne hier aus der neuen LE das Vinyl vs. Velvet Eye and Cheek Powder Vinyl Tail Orange. What the hell, der Name? Zeigen, aber das passt nicht zum restlichen Look. Deswegen zeige ich es euch so. Das ist ein wunderschönes peachfarbenes Puder mit goldenem Schimmer. Und das könnt ihr laut Deklarierung sowohl für die Augen als auch für die Wangen nehmen. Das heißt, es darf auch ganz offiziell auf den Augen benutzt werden. Es hat so einen ganz schönen, permuttigen, kupfrigen Schimmer. Und zu einer anderen Make-up-Idee würde ich das auf jeden Fall tragen und auch auf den Augen. Weil ich finde gerade so Rost- und Kupfertöne jetzt im Herbst super geil. Wenn das Licht so schön ist, ist der Herbstsonne. So, man munkelt das. Außerhalb von Kiel munkelt man, es gäbe sowas wie Herbstsonne.
Also, für alle, die mit dem Gedanken spielen, nach Kiel zu ziehen, wenn ihr gerne Regen mögt und Wind und nicht so die Sonnenanbeter seid und nicht mehr als 15 Grad braucht im Sommer, dann seid ihr hier genau richtig. Es kann mal Ausschläge nach oben oder nach unten geben, aber norddeutscher Sommer ist halt nicht für jeden was. Ich nehme einmal aus der Soleil d'Été Limited Edition von Catrice, gar nicht lang her, könnte es noch auf Schnäppchenschloss geben. Einmal den Bronzer, den mag ich ganz gerne, weil der ein bisschen heller ist. Und damit gehen wir jetzt vom Ohr, also von quasi schräg über dem Ohr, ein bisschen rein und in meine Geheimratsecken. Wer keine Geheimratsecken hat, lasst das. Braucht ihr nicht machen. Aber wer eine hohe Stirn hat oder Geheimratsecken, so wie ich, der kann hier so ein bisschen Tiefe schaffen. Dann fällt das gar nicht mal mehr so auf, dass da nicht so viele Haare sind. Ihr geht immer quasi, wenn hier die Spitze vom Haaransatz ist, am besten, das ist so das, was für die meisten richtig ist, nach unten, nicht zu weit nach unten, also nicht hierher. Hier soll Licht bleiben und hier soll Licht bleiben. So, basteln wir uns hier. Das machen auch viele so. Basteln wir uns hier ein bisschen, also hier ein bisschen mehr Form ins Gesicht. Ibims. Das habe ich gerade nicht gemacht. Leute, ich bin 29 geworden. Ich wurde jetzt 5-mal auf 24 geschätzt. Ich finde es ja super geil, aber ich tendiere dann dazu, mich auch wie 24 zu benehmen oder wie ich damals war. Und das ist... kann auch mal nach hinten losgehen. Ich habe halt sehr breite Knochen hier. Ne? Also hier meine... das habe ich von meinem Vater... meine Wangenknochen, mein Kiefer ist relativ breit. Normalerweise könnte man es hier auch noch ein bisschen konturieren, dass es hier ein bisschen schmaler wird. Aber ich bin so froh, dass ich mein Doppelkinn nicht mehr kaschieren muss, weil es nicht mehr so vordergründig da ist. Dass ich, man nennt es auch die imaginäre 3. Normalerweise geht man hier noch runter, aber... normalerweise, popalerweise. Jeder muss da immer so ein bisschen für sich gucken, was passt am besten zu meinem Gesicht, was gefällt mir am besten. Wichtigstes Kriterium on Earth, was finde ich schön an meinem Gesicht, weil ich muss da mit rumlaufen. Highlighter. Habe ich da irgendwas Spektakuläres Neues? Ich glaube nicht. Ich glaube, da ist echt nicht viel dazugekommen seit den letzten, die ich euch gezeigt habe. Nehmen wir doch mal Mary Lou. Mary Luminizer. Von The Balm. Ist einer der Highlighter schlechthin. Einer der stärksten Highlighter auch. Die liebe Nadine vom Kanal Moldavid. Ganz liebe Grüße an dich an dieser Stelle, meine Liebe. Macht ja so einen Highlighter-Nasentest momentan. Finde ich richtig witzig, die Idee. Da macht sie sich den Highlighter nur auf die Nase mit einem Finger, um zu gucken, ob ihr der Highlighter noch gefällt. Und alles, was dann zu puderig oder zu weiß ist, das sortiert sie dann aus. Der Mary Luminizer hat überlebt. Und es gibt noch zwei andere Highlighter. Cindy Luminizer, also Cindy Lou, das ist der rote. Also der ist so peachig. Und Betty Lou. Und Betty Lou hat sie mir damals vor... ist schon ein bisschen her, aber den hast du mir mal geschenkt, Süße. Deswegen hast du den nicht mehr. Ich habe so gelacht, als du das Video gedreht hast und du kamst nicht auf den Namen Betty Lou. Betty Lou ist halt ein Kupferton. Und Betty Lou ist... ja, ich kenne niemanden, der Betty Lou trägt als Highlighter. Ich kenne nur Leute, die das als Lidschatten benutzen. Ich gehöre auch dazu. Ich kann Betty leider gerade nicht finden. Betty! Betty! Oh mein Gott, es wäre mega gruselig, wenn aus meiner Highlighter-Schublade jetzt jemand rufen würde. Ja! Zumal das gar nicht meine Highlighter-Schublade ist, in die ich gerade gucke, sondern meine Puder-Schublade. Oh Leute, also manchmal...
zweifle ich dann doch etwas an mir und meiner Konstitution aktuell. Aber das wird die ich schiebe das auf die Erkältung, okay? Schieben wir das doch auf die Erkältung. Aber ich, Betty ist jetzt gerade nicht verfügbar. Oder habe ich die hier irgendwo gelagert? Dachte ich eigentlich. Nee. Betty ist gerade leider nicht available. Sie macht sich gerade noch schick. Dann ein Schätzchen, was ich in Wien mir gekauft habe. Und zwar spiegelt das wie die Pest. Das ist Make-up Factory. Das gibt es bei Müller. Der Rosy Shine Blusher. 257. Der ist mega. Ich bin ganz verliebt in den. Der ist relativ teuer. Aber, und relativ unscheinbar, aber ich liebe diesen Ton, weil das ist so ein, es ist ein Alltagston, der immer geht. Und sowas mag ich gerne, wo man nicht nachdenken muss, nicht, dass der sich beißt oder so. Übrigens, ich habe noch einen Pinsel aus der Ebeline LE hier mit diesem Regenbogen gefunden, den Blush Brush. Es gab einen Foundation Blush in der Grabbelschublade beim DM gestern und einen Rouge Blush. Blush Brush. Ja, diesen hier. Und ja, gut. Ich wollte eigentlich eh nur den Rouge-Pinsel und habe mir den dann auch geholt mit diesen schönen lila Borsten. Und jetzt gehe ich mal in meinen geliebten Alltags-Blush mit meiner Brush. Der Pinsel ist relativ weich gebunden. Was jetzt bei so einem Rouge, was relativ dezent ist, nicht ganz so praktisch ist, aber es ist okay, es geht. Für alle, die den Rouge-Pinsel hier nicht bekommen haben, ja, der ist okay, aber ich finde zum Beispiel den aus der anderen Ebeline LE, diesen hier irgendwie geiler, weil der fester gebunden ist. Oder hier, es gibt so Real Techniques Fake Brushes auf Amazon, der ist auch ganz gut. Ja. Aber den finde ich jetzt ein bisschen zu weich für meinen Geschmack. Also, wer Angst vorm Overblushen hat oder wer Angst hat, dass da zu viel Farbe raufkommt auf das Gesicht, der kann mit so weicheren Pinseln definitiv mehr Sicherheit für sich haben. Ich könnte den ein bisschen fester gebrauchen. Aber dazu müsst ihr wissen, ich mag auch gerne ein starkes Rouge, ne? Das wisst ihr, glaube ich, ne? Und das ist jetzt relativ dezent für meine Verhältnisse, aber für jeden, der ein dezentes Blush sucht, gerne bei Make-up Factory vorbeigucken. Das wäre ein Rosé-Ton. Für neutrale bis kühle Hauttöne. Ich denke, für warme Hauttöne ist der ein Tick zu kühl. So, und jetzt kommen wir. Ich habe mir tatsächlich doch noch die letzte Farbe aus der Superstay Matte Ink Reihe geholt, und zwar den Loyalist. Eigentlich habe ich gesagt, der ist mir zu nude. Aber ich musste doch die Reihe komplett haben, und weil sie den Orangeton in Deutschland meines Wissens nach noch nicht haben, den Heroin. Da gibt es so einen orange-stichigen Ton, den will ich eigentlich auch unbedingt noch haben. Aber den gibt es, glaube ich, bis jetzt nur in den USA und Kanada, meine ich. Falls ihr da mehr wisst, sagt mal Bescheid. Ich liebe die Superstay Matte Ink von Maybelline. Das sind Liquid Lipsticks und es ist ein Kampf entbrannt, denn Manhattan hat auch solche Liquid Lipsticks rausgebracht. Habe ich jetzt hier einen hier? Ach, hier. Und zwar die Stay Matte Liquid Lip Colors. Ich habe folgendes Problem mit denen von Manhattan. Und zwar die hier. Ich finde, sie riechen nach verbranntem Plastik. Ich finde den Geruch widerlich. Als ich mir den das erste Mal aufgetragen habe, habe ich mich so umgeguckt und dachte, brennt hier was? Nein, es ist der Geruch von diesem Lippenstift. Es ist nur meine Meinung, aber ich habe mich so ein bisschen mit Manhattan auf Instagram angelegt, weil die haben da so einen Clip gepostet, wo so eine Frau beim Sport sowas trinkt und sie trinkt den Lippenstift und nichts passiert. Ich so, Leute, das ist unrealistisch. Also der hält, aber für meine Ansprüche hält er nicht lang genug. Also
Der hat bei mir, glaube ich, so 5 Stunden gehalten ohne Essen. Ohne Essen. Ich habe nicht gegessen. Ich glaube, ich habe eine Banane gegessen. Aber ich habe jetzt nichts Fettiges gegessen oder so. Rauchen, trinken und eine Banane essen hat der nicht überlebt. Meine halbe Oberlippe fehlte der Lippenstift. Dann habe ich den nachgetragen. Das ging nicht so gut. Der hat dann ein bisschen gebröckelt. Und dazu noch der Geruch. No. Der ist sowas von durchgefallen. Der ist sowas von durchgefallen. Und der dunkle ist noch schlimmer, weil der im Auftrag super fleckig ist. Wenn ihr den für nur 2, 3 Stunden tragen wollt, ohne Essen, mit Trinken und Sabbeln und so, ist der okay. Aber der Geruch geht gar nicht. Dann haben die von Manhattan mir geschrieben, ja, du musst die Lippen vorher abpudern. Mache ich ja. Ich puder ja hier drüber. Ich habe da ja nichts Fettiges drauf jetzt. Und warum hält der dann und der nicht? Was man sagen muss, der ist trockener vom Tragegefühl als der. Der bleibt ein bisschen klebriger. Aber ich finde das Gefühl, was der macht, auch nicht besonders schön. Es ist das so ein Gefühl, als hättest du Mehl auf der Lippe, finde ich. Ist nicht meins. Tut mir leid. Dann haben die mir geantwortet von Manhattan. Also ich habe da geschrieben, ich finde die Haltbarkeit nicht gut und ich finde den Duft auch schlimm. Dann haben die mir geschrieben, ja, puder das doch mal ab und so, das tut uns leid. Ich dann so, ja, aber selbst wenn der halten würde, er stinkt. Ja, vielleicht findest du ja in unserem Sortiment was anderes Schönes, das würde uns sehr freuen. Und ich dachte nur so, nee, ich habe die als Lieblinge und ich liebe sie alle. Und ich werde mir jede Farbe kaufen, die da rauskommt, egal ob sie mir steht oder nicht. Ist mir egal, ich liebe diese Lippenstifte. Und man hat mich schon als parteiisch beschrieben und gesagt, ja, du stehst ja eh nur auf die Superstay von Maybelline. Hätte Manhattan einen besseren Duft, würde ich gar nicht sagen. Aber die Haltbarkeit und der Duft sind zwei Punkte, die mich einfach nicht überzeugen. Und die mich hier schon überzeugen. Dafür nehme ich in Kauf, dass das Tragegefühl etwas klebriger ist. Wenn ihr sagt, es geht gar nicht, dass das klebrig ist, dann nehmt die von Manhattan. Wenn ihr den Geruch abkönnt, feel free. Echt. Also, ich möchte hier keinen Krieg lostreten, aber ich bin von denen hier einfach überzeugt. So, und jetzt nehmen wir mal diesen schönen Mattton. Oh mein Gott. Nude Lips. Oh mein Gott. Ah, der Duft ist einfach so viel geiler. Bisschen wie Concealer auf der Lippe, oder? Aber er ist nicht so weiß. Er ist nicht so weißstichig. Also diesen pinkigen Ton, den Dreamer, die Nummer 10, finde ich da schwieriger für meine Haut. Ich finde das ganz schön geil eigentlich. Ich finde, das hat so ein bisschen Kim Kardashian-Look, oder? Ich bin halt Team dunkle Lippe. Eigentlich. Aber irgendwie feiere ich das gerade hart. Ich feiere das hart. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ob es die Fun Buns sind. Und der braucht halt ziemlich lange zum Trocknen. Das braucht der Manhattan nicht. Das muss man ehrlich sagen. Der bleibt ein bisschen klebriger. Oder die bleiben ein bisschen klebriger. Und sie brauchen relativ lange zum Trocknen. Aber dann überzeugen sie mich einfach komplett. Nein, ich werde nicht gesponsert. Ich habe sie mir alle selber gekauft. Und ich habe auch mit Maybelline sonst nichts am Hut. Echt nicht. Ich habe sonst keine Maybelline-Produkte. Nicht mal Mascara, gar nichts. Aber diese Lippenstifte sind für mich eine Offenbarung. So, einmal L'Oreal Fixing Mist. So. Ich mache das so ein bisschen über meine Lippe. Ich feiere den Lippenstift, ehrlich. Ich feiere den hart. So, jetzt zeige ich euch noch mal mein Outfit. Also diese Hose ist wirklich mega High Waist, ne? Sie ist auch ein Tick.
Also hier passt sie super, aber hier unten am Po und an den Beinen ist sie ein Tick zu weit. Aber ich wasche die jetzt erstmal und meine Schneiderin hat gesagt, wenn ich die gewaschen habe, dann können wir noch mal gucken. Dazu habe ich hier meine, kann ich dir euch zeigen? Meine geilen Boots an. Voll die Sohle, voll dreckig. Von Deichmann. Und ja, jetzt sind wir einmal fertig mit meinem Gesicht und ich kann zur Arbeit gehen. Und ich hoffe, ihr habt, wann lade ich das hoch? Ich glaube Freitag. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Wenn ihr arbeiten müsst, lasst euch nicht ärgern. Ich bin bald wieder bei euch. Danke für alles, ihr Lieben. Ihr seid die Besten, das wisst ihr. Wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich. Bis dann. Ciao.